Jetzt fällt's. Ich bin übrigens gespannt, ob der den Speicherstand laden kann. Also ob der den da gespeichert hat, wo ich gespeichert habe. Weil, ja, hat er offensichtlich tatsächlich, weil ich konnte das Spiel nicht verlassen. Also ich kam per Escape nicht raus aus dem Spiel, ich musste Alt F4 drücken. Ja, war spannend. Deswegen, aber offensichtlich, ich glaube, es sieht gut aus. Ja, das ist die richtige Situation. Genau hier wollen wir reinstarten. Hallo Hansen, einen wunderschönen guten Abend, Servus. Ihr dürft nicht vergessen, Raupe wird morgen alt. Ich finde es schön, dass ich es noch nicht bin, Muckel, danke. Lol, geiler Start. Ja, ne? So. Genau das ist der Punkt. Und er hat gesagt, er kam durch irgendwelche Gruben. Deswegen gehen wir jetzt mal da lang. Ich hoffe zumindest, dass es richtig ist. Einfach klicken, abwarten, was passiert. Da fehlt mir wohl ein Stream. Mist. Das ist schlecht, Lilly. Musste den ganzen Tag so rumstehen. Ja, musste er. Hallo, Tomba. Will ich jetzt echt mit dem hier runtergehen? Aber von hier kam ich doch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier mit dem wieder runtergehen soll. Der Tunnel dort links. Erstklassiger Fremdenführer. Weiter. Hoch. Ich verstehe nicht, warum das manchmal triggert, wenn man gar nicht Tab drückt. Ich verstehe nicht. Gibt es dann morgen einen Stream oder fällt der aus? Wieso sollte morgen der Stream? Nee. Tag wie jeder andere. Oh. Mahlzeit. Moin, Berines. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaard sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen dich doch hier nicht lebendig raus. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Ebb Madsen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Eher stirbt er, als dass er dir Merigold herausgibt. Dann stirbt er eben. Nicht er, sondern du. Es sei denn, du gibst mich frei. Noch ist es nicht zu spät. Du langweilst mich. Beweg dich. Was liegt dir denn an dieser Zauberin? Mach schneller. Hast du dich etwa in sie verguckt? Das wäre aber keine gute Wahl. Dieses Gequatsche bringt dir gar nichts. Namen Delfin. Wer hat denn gestern zwei Apfeltaschen gekauft und wer hat sie heute im Kühlschrank wiedergefunden? Nö, Stingo. Morgen ist nix. Tag wie jeder andere. Aus dem Weg, alle. Sonst stirbt der Alte. Stehen bleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir, nicht zu zögern. Töte ihn. Denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Ruppa. Aber... Gesandter Fitzösterlin! Euer Exzellenz. Befehle Opa. Aus der Hauptstadt. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Worauf wartet ihr? Auf ihn! Dankeschön, danke für den Raid. Einen wunderschönen guten Tag. Ist gerade etwas. Ich bin hier gerade für einen kurzen Moment beschäftigt. Hallo, Na? Herzlich willkommen. Wir starten mitten in die Story heute. Das war, wir haben beim letzten Mal etwas ungünstig den Cut gesetzt. Und ja, deswegen bringen wir sie jetzt alle um. Juhu! Schönen guten Abend, danke schön. Danke für den Raid. Mock, ich hoffe, es geht euch beiden gut. So weit, so gut und so. Fühlt euch festgedrückt. Liebe Grüße von Sando natürlich. Ne, 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 ne. Und so. Und schönen guten Abend, liebe Orkenliebhaber. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort. Es geht so, aber wird wieder. Ja, stimmt. Herzlich willkommen im Familienstream. Lass uns ein paar NPCs töten. Raupe wird zwar morgen alt, aber immerhin nicht so alt wie ich am Samstag. Schon so lange dabei, habe gar nicht gewusst oder vergessen, dass du auch Fisch bist. Das ziehe ich heraus.
Übrigens alles Gute nachträglich, falls wir das Samstag nicht schon gemacht haben. Ich bin vergesslich. Ich bin alt. Weißt du Bescheid. Die 10. Plage. Einen wunderschönen guten Abend. Töten! Und Kobold, danke fürs Zwangsverflauschen der Biber, die damit im 34. Monat im Kokon sind. Und aufgrund des 34. Monats... glaube ich, die Kaffeebohnen flat bekommen. Ja. Du wirst alt. Nee, Raupe ist alt. Na, was denn nun? Anfang 40? Sag mal, Ingo. Oh nein, es ist das... Nein, es ist das Toilettenpapier. Ich lag voll daneben. Wie, wir kriegen das Toilettenpapier? Anfang 20. Dankeschön. Die 10. Plage, danke für den Restart. Danke für 33 Monate. Du darfst entscheiden, in welchen Farben die Eisenstäbe, die dich vor der Außenwand schützen, angepinselt werden sollen. Dankeschön. Also sie wahrscheinlich ist, allerdings weiß ich nicht, wie alt sie ist. Das wurde gerade gepostet im Chat. Der Onkel hat Ausrufezeichen Alter getriggert. So. Sekunde. Wir knallen mal ganz kurz, ich muss erst mal gucken, ob wir das jetzt hier schaffen, weil wir sind ja komplett unvorbereitet. Wir haben keinerlei Tränke am Start. Denn in Witcher 2, für diejenigen, die Witcher 2 nie gespielt haben und hier jetzt gerade neu dazukommen, in Witcher 2 kann man Tränke wie Schwalbe und so nicht einfach während des Kampfes trinken. Das geht nicht. Man muss das vorm Kampf machen, was bei dem Kampf hier nicht geht. Dass sie nie groß rechnen müssen. Ja, das ist einfach nice, der Lift. Man muss nicht groß rechnen. Das ist so schön. Können wir Raupe in Flauschepapier wickeln? Dann altert sie nicht weiter. Das passt schon. 29 NG plus. So. Warte. Darf ich mal kurz? Lass mal hier die blöden Bogenschützen weg. Also Armbrust-Dudes. Ein Amtwiesentroll. Stirb, Oh. Nanu. Stirb, Nordling! Komm hier. Okay. Die waren leichter als erwartet. Ha, 90. Ich hätte mich auch wirklich gewundert, wenn du älter als ich gewesen wärst. Wiesentreu, einen wunderschönen guten Abend. Hast du einen Sub von 10. Plage gesehen? Habe ich. Ich habe mich bedankt und gesagt, was es gibt, Strauchi. Cobridge, danke fürs Zwangsauflauschen von Wiesentroll, der im 40. Monat im Kokon ist und den 4. Stein für den Kamin sowie etwas Feuerholz bekommt. Dankeschön. Will nur langsam ein ordentliches Fenster. Lol. Darauf warten, glaube ich, noch einige. Also eigentlich alle. Ein Fenster. Warte, kurz einsammeln. Nee, nichts liegen lassen. Ey, Ingo! Ingo ist gemein zu mir heute. Was ist da los? Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht. Okay, wir kamen von da unten. Falkenjäger, danke für den Follow. Das nehmen wir mit. Hier kann ich vermutlich nicht lang, ne? Ja, dann habe ich mir gedacht.
Wenn es in einer Gummizelle ist, besteht ja Fluchtgefahr. Ja, eben. Okay, ich soll nach da. Hey, Mahlzeit, Jungs. Au, ey. Okay, jetzt reicht's. So nicht. Ingo ist nur neidisch, weil du noch so jung bist. So sieht sie nämlich aus. Frechheit. Das ist ja wohl unerhört. So, hier kann ich runterspringen, wenn ich will. Ich weiß nur noch nicht, ob. Jetzt gucken wir uns erstmal bei dir um und looten erstmal in Ruhe. Nein. Geht da was? Nein. Nein, nein. Nein. Mist, weißt es doch. Mist. Ich hab's 42. Joker wieder immer nur am Raten, weißt du? Nilfgaarder Harp hier. Ja, das ist leider nicht wirklich gut. Oh, was haben wir denn hier? Zu Händen seiner Majestät des Kaisers. Meine Referenzen, eure kaiserliche Majestät. Nach der je beendeten Visite bei Foltest, er möge in Frieden ruhen, werde ich nun plangetreu Hänselt meine Aufwartung machen und ihm dabei euer Angebot unterbreiten. Sein Volk ist zerstritten, er selbst verunsichert, der Adel ungebärdig. Die politischen Sympathien ändern sich mit jedem Stimmungsumschwung. Gegen sie zu intrigieren kann man kaum als Politik bezeichnen. Auch Renuald Ebmessen Matzen murrt gegen den barbarischen Norden. Ich wage zu bezweifeln, dass es eine gute Idee war, ihn herzuschicken. Es ist eurer kaiserlicher Majestät hoffentlich bewusst, dass ich Eb Matzen misstraue und den Verdacht habe, dass er etwas vor mir verbirgt. Ja, er hat ihn ja auch hart wegmatschen lassen. Oder selbst weggematscht, um genau zu sein. Hallo Jörg. Clip sehen. Du und Sanno könnt die ganze Corona-Zeit problemlos miteinander verbringen, weil ihr euch mögt. Unfassbar! Widerlich ist das, Rava. Ist ganz schlimm, oder? Hm. Verbittert, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 52 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Wenn mich nicht alles täuscht, bekommst du wunderschöne, ungerade Steine zum Stapeln. Vielen lieben Dank, Verbittert. Was Hollow Victory. Hm. Okay. Also, dass er dem misstraut hat, kann ich ja irgendwie nachvollziehen, ne? Der ist aber irgendwie auch selber kein Deut besser. So, jetzt haben wir hier unten alles gelootet. Und ich vermute fast, dass es gerade mehrere Wege gibt, das hier zu stürmen. Einmal hier oben lang und einmal da direkt durch die Tür. Quasi durch den Haupteingang. Also gehen wir doch hier lang. Hallo. Es lebe der Kaiser! Ist immer noch am Leben? Stirb gefälligst. Die fiese Gegenseite des Kriegs hat die arme Saskia vergiftet. So, ich komme hier lang. Okay, das finde ich gerade äußerst verwirrend. Was ist denn das hier Sinnloses? Nee, hier lang komme ich gar nicht. Ach, ich komme nur da hinten runter. Okay, interessant. Ja dann, ab dafür. Ach, da drüben stehen sie. Guck sie dir an. Sind sie nicht knuffig? Ja, schon irgendwie ein bisschen knuffig. Kommen die denn jetzt hier runter? Wie läuft denn das jetzt? Darf ich noch was trinken? Oh, ich schaff tatsächlich, das ist ja wohl. Das ist ja auch niedlich. Die stehen da drüben rum, ja, gucken. Was macht er denn jetzt? Was wird er wohl tun? Hallo Tom Coyote, hallo Jeffro. Mammutrüssel-Röhrenrutsche fürs Bett. Das klingt fantastisch. Eine Mammutrüssel-Röhrenrutsche.
Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? Ja. Mach den Kaiser stolz! Tötet den Kerl! Mahlzeit. Es lebe der Kaiser! Hey! Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Für den Kaiser! Der kann sich aber auch nie entscheiden, auf wen das geht, ne? Treff hier, du Hund. Bist ja ein störrisches Vieh, Nordling. Es lebe der Kaiser! Wieso darf ich jetzt gerade wieder nicht? Man weiß es nicht, ne? Nee, das war der Falsche. Ey. Noch jemand? Das waren sie, oder? Ist bloß noch der Chef übrig, scheint mir. Anfänger. Die Linden. Diese Noobs. Huch. Nein. Hässe mal. So. Ich glaube, ich habe alles. Mal rumgucken. Sieht gut aus. Alle schrecklich müde geworden, ja. Ganz doll müde. Bin ich im Stream gewesen und schon bist du in der Endphase. Ja, es scheint mir halt auch so. Ich bin gespannt. Ehrlich gesagt. Carrie Momoin, das hat im letzten Stream, am Samstag, hat das so Fahrt aufgenommen. Hi, Flash. Gratuliere, Hexer. Das waren meine besten Leute. Deine Wahl hätte besser sein können. Oder deine Ausbildung. Auf einen Gegner wie dich waren sie nicht vorbereitet. Rück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Es gibt Dinge, von denen haben du und deinesgleichen keine Ahnung. Nämlich? Freundschaft. Sag mir, ist die Freundschaft von Verrätern und Verschwörern dies wert? Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Na, was nü? Wieso gibt es keinen interessiert mich einen feuchten Kehricht? Ich hätte gern die Auswahl interessiert mich einen feuchten Kehricht. Flash, vielen lieben Dank für den Reset. Danke für 3 Monate im Kokon. Du bekommst Licht in die Gummizelle. Musst du ein bisschen auf Nichtschalter warten, bis dann das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Wie geht es, dass das nicht mehr als Freundschaft wird? Doch, doch, kann schon. Aber das muss ich ihm doch nicht sagen. Das geht ihn doch auch im Feuchten an. Hallo? Und das hier interessiert mich halt auch einfach überhaupt nicht. Vielleicht betont er interessant, sprich weiter, leicht sarkastisch. Das glaube ich nicht. Ich bin Geralt. Politik interessiert mich nicht. Es interessiert uns nicht. Heuchelinteresse. Woher weißt du das?
Aus berufenem Munde. Ihrem. Und wie habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Indem wir ihr die Aussagen der anderen Logenmitglieder gezeigt haben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Umzingeln! Ey! Ich wollte schon sagen, was, die zwei? Aber... Wie sollen mich denn die zwei umzingeln? Aber nee, es sind ein paar mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. So, erstmal der scheiß Hexer weg. Der als erstes. Dann die Fernkämpfer. Es lebe der Kaiser! Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich! Schildträger, nach vorn! Oh, jetzt kämpft er selber? Okay, pass auf. Ich habe den Kaiser enttäuscht. Strobus. Hallo, Naturadler. Das war schockierend leicht. Na, was nu? Ne, nein. Jetzt packt man das Schwert weg, Geralt. Damit das Rumgerolle hier aufhört. Celio, vielen, vielen Dank für den Resub. Danke für 7 Monate. Du bekommst einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine und einen Soda-Stream für deine Gummizelle. Vielen, vielen Dank. Krassen Mortal Kombat Moves. Mm. Oh yeah. So, wo sind wir? 225. Geht nur ein bisschen. Ein bisschen geht nur. Nicht viel, aber ein bisschen. Bandscheibenvorfall. Hört schon alles gut werden. Liege inzwischen viel mehr Wärmeflasche auf dem Rücken, auf dem Bauch. Daumen sind festgedrückt, Muggel, das weißt du. So. Oder bevor wir das looten. Naja, wobei. Ja, doch, komm. Befreie Triss. Da liegt hier noch eine 20 Kilo schwere Rüstung drin, die kein Mensch braucht. Wobei die Tragkraft ist nice. Guck dir mal die Tragkraft an. Plus 45. Also für einen Zweifel könnte ich kurz auf die Rüstung wechseln, wenn ich noch ein bisschen was mitschleppen will. Brief des Kaisers von Nilfgaard an Renuald Ibmerz. Zu Händen von Renuald. Ich erkenne die Schlüsse an, die der Bericht zieht. Fitz Österlin hat versagt. Es ist zu verhindern, dass seine Unfähigkeit meine Pläne gefährdet. Ich gestatte die Lösung des Problems auf beliebigem Wege, wie es erforderlich sein sollte. Puh. Ja, da hast du verkackt. Also wenn dein Kaiser sowas anordnet, da hast du halt dann, also da, puh. Das ist dann halt blöd gelaufen. Da hatte Fitzi halt jetzt einmal wie ein bisschen Pech. So, Schema Nilfgaardische Falknerhandschuhe. Brief 3. Oh. Zu Händen seiner Majestät des Kaisers. Meine Referenz zu eure kaiserliche Majestät. Wie eure kaiserliche Majestät es vorausgesagt haben, die Gespräche mit Hänselt waren äußerst
Schwierig. Er hat den Vorschlag rundheraus abgelehnt. Mehr noch, mir scheint, dass die sogenannte Loge unserem Vorhaben schon bald nicht mehr dienlich sein wird. Derzeit werden die widerspenstigsten Zauberinnen vom Hexer Geralt gebändigt. Doch meines Erachtens weiß Geralt schon entschieden zu viel. Wir werden ihn bald beseitigen müssen. Wenn die Verhandlungen in Lochmuin zu Ende gehen, werde ich eure kaiserliche Majestät umgehend über deren Resultate sowie über die Todesumstände des Hexers informieren. Als Diener eurer kaiserlichen Majestät, Schilar Fitz Österlin. Tja. Ja, definitiv auf dem Laufenden halten, Muckel. Ja, ja. Mit seiner Rüstung hätte der dir alles weggelootet. Ja. So klein und schmal. Einmal im Jahr Rückenschule machen müssen auf Arbeit. Einmal im Jahr? Das erscheint mir nicht sehr sinnvoll. Oder geht es dann über einen längeren Zeitraum? Einmal im Jahr klingt nicht so effektiv, oder? Also finde ich auch, klingt irgendwie so ein bisschen witzlos. Und dann lernen wir richtig heben. Ach so. Ah. Na toll. Und es geht los. Ja, gut. Eisen. Das erste, was immer mein Inventar verlässt, ist Eisenerz. Weg damit. Ja, als Erinnerungsstütze, Joker, weil man ja älter wird und Dinge vergisst. Geralt? Na, endlich! Hast mich wohl nicht erwartet. Machst du Witze? Hier kann man nur den Henker erwarten. Haben sie dich gefoltert? Sie haben alles Mögliche versucht, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Bin ganz schön unterwegs gewesen, um dich wiederzusehen. Ich weiß, was dich das gekostet hat. Das vergesse ich dir nie, hörst du? Niemals. Für meine Freunde würde ich die halbe Armee Nilfgaards umbringen. Ich weiß, dass du der Loge angehörst, Triss. Woher weißt du von der Loge? Spielt das eine Rolle? Ich weiß auch, dass die Loge hinter dem Mord an Demavent steckt. Geralt, ich... Ich vertraue dir. Ich bin Logenmitglied, das stimmt. So wie 8 andere Zauberinnen. Aber wenn du meinst, dass ich für ihr Handeln verantwortlich bin, irrst du dich gewaltig. Die Loge der Zauberinnen ist längst zum Zwei-Personen-Theater von Sheila und Philippa verkommen. Soweit, dass du von den Mordplänen nichts wusstest? Soweit, dass ich zu den Versammlungen nicht mehr eingeladen wurde. Warum nicht? Sie trauten mir nicht mehr. Weil du nicht ihrer Meinung warst? 9 Frauen sind sehr selten einer Meinung. Das Problem war... War welches? Ich stand dir nahe. Wenn Sheila irgendwen fürchtet, dann Geralt von Riva. Die Loge tat, als fände sie unsere Freundschaft nützlich. Dann haben sie mich manipuliert und sorgfältig ausgewählte Informationen an dich weitergegeben. Sie haben sich die Tatsachen nach Bedarf zurechtgebogen. Wir stehen uns immer noch nahe. Sie könnten ja so weitermachen. Beleidige mich nicht. Beruhige dich, Triss. Renuald Ebb Madsen behauptet zwar etwas anderes, aber wenn ich zwischen deinem Wort und dem eines Schurken aus Nilfgaard wählen muss, dann wähle ich deins. Und jetzt sagst du mir, was du weißt. Ich muss endlich die Wahrheit wissen. Nach dem Massaker von Tanit gab es lange kein Gremium für die Zauberer. Wir waren verstreut. Philippa beschloss, eine neue Organisation zu gründen, diesmal im Geheimen. Als ich vereidigt wurde, dachte ich nicht, dass die Loge ihre Pläne auch den eigenen Mitgliedern verheimlichen würde. Wie du weißt, ist Philippa niemand, der sich mit Kleinkram abgibt. Sie fasste den Plan, einen starken Staat zu schaffen, den die Zauberinnen kontrollieren würden. Matze, danke für den Reset. Danke für 11 Monate. Du bekommst eine Zuckerwattemaschine und eine Eistruhe. Gönne dir was Süßes. Dankeschön. Guten Abend, Atlas. Hallöchen, Felix.
Es wundert mich nicht, dass die Könige eine Abneigung gegen Zauberer entwickelt haben. Wer mag schon Verräter? Philippa und Sheila hat es nie an Begeisterung oder Ideen gemangelt. Um einen starken Staat zu lenken, muss man erstmal einen schaffen. Man braucht einen reichen Landstrich und passende politische Verhältnisse. Und einen willfährigen Herrscherkandidaten. Sheilas Wahl fiel auf das Pontartal, Demavent und Stannis. Moin, Anebeljaib. Ich sag mal, das ist eine seltsame Wahl. Demavent hasste Zauberer. Genau wie Henselt und Radovid. Sheila und Philippa hielten Demavent für den schwächsten Herrscher. Sein Sohn Stannis ist das reinste Fähnchen im Wind. Wer das Pontartal kontrolliert, kontrolliert den ganzen Norden. Vergiss nicht, dass es Edain war, wo die Rebellen aus dem Volke erschien und die Idee eines neuen Staates verkündete. Auf einer Versammlung habe ich direkt gefragt, wie sie sich den Sturz Demavents denn vorstellen. Danach wurde ich nicht mehr eingeladen. Nach Demavents Tod wuchs mein Misstrauen, aber ich hatte keine Beweise. Philippa wiegelte mich ab. Als du zu deinem Treffen mit Jorvet gegangen warst und Sheila sich um den Kadaver des Kairans kümmerte, konnte ich zum Teil ihr Megaskop prüfen. So habe ich auch erfahren, dass Sheila mit Leto Kontakt gehabt hatte. Hätte ich das gewusst, könnte jetzt alles anders sein. Leto muss mir in Sheilas Gemach gefolgt sein. Er hat mich zum Teleport nach Vergen gezwungen. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aggressiv war er nicht. Er sagte in Vergen, dass Sheila sie mit dem Mord an Demavent beauftragt hatte. Die Hexer der Schlangenschule. Gemeinsam mit Sheila haben sie den Anschlag vorbereitet. Wie kommt es, dass er dir davon erzählt hat? Ist das wichtig? Ich finde es seltsam, wenn Verschwörer plötzlich so ehrlich sind. Beim Teleport nach Edirne kam es zu Kommunikationsinterferenzen. Ich habe mir ganz schön wehgetan. Ich habe den Troll getroffen, der sich in dich verknallt hatte. Er hat mich gerettet, meine Wunden verbunden. Aber dann hat er mich wie einen Vogel im Käfig gehalten. Da bin ich ausgerissen. Ich wusste, dass Philippa in der Nähe war. Ich wollte zu ihr gehen und reinen Tisch machen. Vielleicht hatte Leto dasselbe vor. Das finde ich auch, Isaros. Da war nur eine fremde Frau im Haus. Ich dachte, sie wäre Philippas Dienerin oder ihre Geliebte. Bevor ich irgendwas sagen konnte, wurde ich mittels Magie überwältigt. Ich hatte keinen Angriff erwartet. Ich kann dir den Schmerz bei der Kompression nicht beschreiben. Als würden einem alle Knochen gebrochen. Die Dekompression ist noch schlimmer. Philippa wusste nicht, dass ihre Geliebte eine Spionin aus Nilfgaard war. Ich wurde nach Lokmuin gebracht. Asira hat mich dekomprimiert. Dann wurde sie ermordet. Shillard hat mich verhört, aber nichts erfahren. Wenn du nicht gekommen wärst, die hätten mich gevierteilt. Es ist mir erst hier im Kerker gelungen, mir einen Reim auf alles zu machen. Und du weißt nun Bescheid. Also, kein Stream reinkommt und nur Fehler. Im Normalfall Steuerung F5, ja. Irgendwann sollte es wieder gehen. Ja, die Synchro, die ist ein bisschen, die wirkt so, als hätten die der Synchronsprecherin immer nur einen Satz vorgelegt. Ne? Also als kannte sie den Zusammenhang null. Gar nicht, überhaupt nicht. Sie kannte die Geschichte einfach nicht. Und sie haben mir immer einen Satz vorgelegt, so. Na, und dann am nächsten Tag den nächsten Satz. So wirkt das. Als fehle ihr der Zusammenhang. Das ist ein bisschen schwierig. Und nun der Wetterbericht für morgen. Ja, wirklich. Es könnte halt genauso. Würde genauso funktionieren. Puh. Dass die alles so brühwarm besprechen. Es sind doch hier alle tot gerade. Wir haben doch alle weggemetzelt. Ist doch hier keiner mehr am Leben. Wir sind da alle weg. Hallo? Leider kennen die Sprecher häufig den Zusammenhang nicht. Ja, wie gesagt, deswegen davon gehe ich gerade auch aus.
Sie kenne, also ich gehe davon aus, die Sprecherin kannte den Zusammenhang nicht. Die kannte nicht die Geschichte ihres Charakters. Ne? Dann wird's halt scheiße. So. Hast du erfahren, was Sheila in Flotsam getrieben hat? Sie wird ja wohl kaum auf ein paar Orens für das Ungeheuer ausgewesen sein. Natürlich nicht. Sie wollte Leto und Jorvet treffen. Was wollte sie von Jorvet? Die Skoyatel sind Saskias Trumpfkarte. Ich nehme an, Sheila wollte wissen, was die Eichhörnchen angesichts des Krieges mit Henselt vorhaben. Kontext kostet extra. In welchem Zusammenhang klingt man denn wie ein Nachrichtensprecher? Naja, das ist einfach, wenn du nicht weißt, ob du das jetzt gerade mit einer gestressten Stimme erzählen sollst oder mit, also mit, es ist halt die Frage, mit welcher Emotion soll sie sprechen? Wenn das ihr keiner sagt, also wenn das dem Synchronsprecher niemand sagt, wird's schwierig. Dann wird's halt schwierig. Heiner, einen wunderschönen guten Tag. Ach, Telekom hat offensichtlich gerade Probleme. Oder wie? Mit Twitch? Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Nö. Ja, dann bin ich auch raus. Keine Ahnung. Wer hat den Mord an Foltest befohlen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Sheila und Philippa nach dem gelungenen Anschlag auf Demavent gleich den nächsten Schritt gegangen. Das wäre dumm gewesen. Durch Demavents Tod war der Weg zur Herrschaft über das Pontartal doch frei. Ein Jahr und der Königsmord wäre vergessen gewesen. Freie Bahn für die Loge. Und es lag auf der Hand, dass ein Mord an Foltest ganz anders verfolgt werden würde. Von Leuten wie Roche zum Beispiel. Eins ist sicher. Leto hat Foltest umgebracht. Und Sheila hat mit ihm paktiert. Hier im Norden anscheinend schon. Uff, Strauchi. Kannte Saskia die Pläne der Loge? Sie wusste nichts von ihrer Existenz. Sie hat Philippa geglaubt, dass die Zauberinnen den unabhängigen Staat im Pontartal freiwillig unterstützen. Saskia hatte die Unterstützung des Volkes. Und Philippa hatte Saskias Unterstützung. Philippa hat Saskia magisch unterworfen. Das war vorauszusehen. Philippa muss immer alles kontrollieren. Aber sie hätte nicht nach Lokmuin kommen dürfen. Radovid hat sie in den Kerker werfen und blenden lassen. Das ist doch nicht zu glauben. Ich war dabei. Das genügt mir fürs Erste. Beim Gipfel erfahren wir mehr. Du willst dahin? Du hast vergessen, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Ich weiß, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Heißt das, du... Wir reden später über mein Gedächtnis. In Ordnung. Wenn es den Rat und die Kammer gegeben hätte, wäre es nie zu den Königsmorden gekommen. Es gäbe auch nicht dauernd Pogrome. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Einrichtungen zu erneuern. Die können wir doch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Regulierung der Beziehungen zwischen den Herrschern und den Zauberern in der Beraterrolle ist die einzige Chance auf Frieden. Und auf das Ende der Loge. Die Loge ist schon am Ende. Wenn die Könige erfahren, dass sie hinter den Morden stand, gibt es eine Hexenjagd. Das könnten wir verhindern. Die Schuldigen sollen bestraft werden, nicht alle. Die Schuldigen sollen bestraft. Ich gehe also hin und sage aus, was ich über die Umtriebe von Philippa Eilhard und Sheila de Tankerville weiß. Dann lass uns gehen. Puh! Boah, das ist schon echt... Das tut schon ein bisschen weh. Anderen Browser. Habe eben einen anderen Browser versucht. Ja, ich bin da raus. Ich habe keine Ahnung. Felix! Das sagt sie nicht.
Böser. Raupen. Hiebe. So. Jetzt hast du es. Flieh mit Triss aus dem Lager, alles klar. Diese Nilfgaarder, warst du das? Sie haben ihrem Anführer zu blind vertraut. Du hast sie alle getötet? Sie selbst waren es jedenfalls nicht. Irgendjemand musste das ja tun. Wer denn? Oh nein, jetzt habe ich das dumme Eisenerz wieder aufgehoben. Wie kommen wir denn hier raus? Frag mich bei so immer, ob das Original besser ist. Das kommt halt, also das kommt wirklich darauf an, wie die Sprecher einweisen, wie viel Text die Sprecher bekommen, wie viel Hintergrundstory die bekommen. Das ist super schwierig. Also wirklich. Das kann man ja meist dann nicht mal unbedingt den Sprechern per se übel nehmen. Hallo Hannibal. Trennen wir uns hier. Triss? Ja? Ich möchte dich kein zweites Mal aus einem solchen Chaos zerren müssen. Mach dir keine Sorgen, ich komme zurecht. Wir sehen uns bei den Beratungen. Gut. Was abhängig ist, dass die Sprecher wissen, was der Kontext ist. Ja, genau. Deswegen sage ich, also das ist halt, das hat jetzt nicht unbedingt was mit, Original, nicht original zu tun, das ist halt schwierig. Ja, Heiner. Das Ding ist, bei Geralt ist das ja normal. Also Geralt ist sowieso ein grundemotionsloser Charakter. Der soll so sein, ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass der so ist. Aber bei Triss halt nicht. Also für Triss ist das halt nicht üblich. Ja. Ja, es gibt jetzt so einige, die ich gerne hätte. Das sind meine letzten zwei Talentpunkte. Wir nehmen den hier. Und den hier noch mit. Die 100 Vitalität und dann ist gut. Ja, im dritten Teil nicht, ja, das ist richtig. Im dritten Teil ist es besser. Heißer lässt es. Viel besser. Aber dafür kann ich den englischen Sprecher von Gary gar nicht ab. Dieser hier welten besser im Mu. Ich weiß, Annebetype sieht mich nicht, ist total albern. Ich weiß gar nicht, warum ich winke und. Naja. Angewohnheit. So, sprich vor dem Eingang Amphitheater mit Triss. Was, wo? Wie genau komme ich da jetzt hin? Wo sind wir denn überhaupt? Langeweile in Reinform, wie ah, immer. Hier sind wir. Okay. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, junge Frau. Dürfte ich Ihnen meinen Müll andrehen? Dankeschön. Ich hätte hier außerdem noch ein paar Schwerter. Dankeschön. Und ein paar Hosen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts, was ich Ihnen andrehen kann. Oh doch. Ein Wasseressenzschema. Bitteschön. Gönnen Sie sich. Und das war's auch. So, jetzt. Wieso leben hier eigentlich noch welche? Was ist denn mit euch?
Das wollt ihr nicht. Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Stürzt die Türme! Zerschlagt! Mir geht's super, Celestis. Danke der Nachfrage. Ich rufe dir auf. König Radovid wird davon erfahren. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Danke der Nachfrage. So. Das hier weg. Das hier weg. Das weg. Es wiegt alles nix. Okay. Radovid hat sie doch geschickt. Radovid. Sowas tut man aber nicht. Reiß dich zusammen. Liegt am jeweiligen Twitch-Ausgabeserver. Scheinbar ist das Problem heute weit verbreitet. Ja, ja, ich hatte davon heute schon gelesen. Dritten Teil Leiatris, aber auch ein bisschen emotionslos rum. Von Zeit zu Zeit, Yennefer ebenfalls. Fliehen sie zum Beispiel vor der wilden Jagd. Jen klingt so, als ob sie gechillt ist. Wenn es die Kammer noch gäbe, wäre es niemals dazu gekommen. Wenn meine Oma ein Schnurrbart hätte, wäre sie ein Wels. Wir müssen protestieren auf das Schärfste. Ach, halt doch die Klappe. Ihr habt es wohl eilig, zu den Verhandlungen zu kommen. Verzeih, aber unsere Sache duldet keinen Aufschub. Man sieht's an den Leichen, die euren Weg pflastern. Na gut, ich habe ohnehin gehört, was ich hören wollte. Und zwar? Es gibt nun einen rechtmäßigen Thronfolger in Edirne. Es wird Frieden geben. Was will man mehr? Fürst Stannis, ist er hier? König Stannis. Er wurde vor 2 Tagen in Wengerberg zum König gekrönt, wie uns die Boten mithalten. Alle sind sich einig, dass er ein guter König wird. Fürst Stannis. Giftmörder, Feigling, Betrüger. Er ekelte sich, als er zu den Bauern sprach. Er versteckte seine Verachtung nicht. Lynchjustiz hatte er nicht verdient. Das war nicht Saskias Art von Gerechtigkeit. Fürst Stannis der Erste, Sohn Demavens des Dritten, wurde der 17. König von Edirne. Er gewann die Herzen vieler Menschen und wurde Hoffnungsträger des Landes. Das zerstörte Königreich brauchte einen Herrscher, dem seine Untertanen am Herzen lagen. Dieser Herrscher sollte Stannis der Erste werden. Nee, das ist nicht so mein Celestis. Also ich gucke gerne beim Andi zu. Oder habe immer mal beim Andi zugeguckt und fand das ganz, ganz witzig so. Aber für mich selber zum Spielen, n-n. Raub ist schuld, ja. Tja, ja. Sollte Saskia nicht Herrscherin werden? Ich blick's nicht. Ich bin auch ein bisschen raus. Warum wird denn jetzt, warum ist es denn jetzt Stannis geworden? Nur weil ich ihn nicht gematscht habe oder was? Weil er nicht Matsche ist, ne? Endlich. Wir haben nicht viel Zeit. Um dem Spuk ein Ende zu setzen? Zuerst müssen wir an den Wachen vorbei. Ich kümmere mich um sie. Sei vorsichtig. Bin ich immer. Vor allem Stannis wollte doch auch Saskia auf dem Thron, oder bin ich jetzt völlig bekloppt? Bin jetzt komplett neben der Spur. Ich komme nicht mehr, ich komme hier nicht mehr mit. Der Guten Tag. Packt ihn! Versuch. Hey. Ob du dich zusammenreißt. Ja. Geh da nicht immer so weit weg. Du hast dich gekümmert. Nun, wie immer. Wir wurden uns nicht einig. Der Weg ist frei. Können wir gehen? Ja, Jörg, es geht aber, also das, was Celestis meint, da geht es schon gerade um das RP, was läuft. So. Aber ich bin halt einfach kein RP-Mensch. Ich bin da raus. Mm.
Warte noch. Ich muss noch was erledigen. Gut, aber beeil dich. Ja, ja. Ich will doch nur ein paar Tränke nehmen. Und das hier vielleicht noch einsammeln, auch wenn es mir nichts mehr nützt, aber hey. Hey. So, warte. Ich süffel nur noch kurz schnell was, in der Hoffnung, dass jetzt die Gespräche, die folgen, nicht elendig lang bis zu irgendeinem Kampf werden. Falls überhaupt noch ein Kampf kommt, wer weiß, vielleicht kommt ja gar keiner mehr. Ja, ganz bestimmt, Felix. Ganz bestimmt nicht. Ich denke nicht. So, Triss, jetzt kann's losgehen. Können wir gehen? Ja, gehen wir. Jetzt wird sich endlich alles aufklären. Ob dir das nun gefällt oder nicht, Nathalys. Timerien wird geteilt. Es ist zu seinem Besten. Zum Besten des gesamten Nordens. Die vereinten Streitkräfte Kettwens und Redaniens beenden die Kämpfe unter den Adelsgeschlechtern und sorgen von Gorswelen bis Illander für Frieden. Temerien wird zu einem zweiten Pontartal. Welches, wenn ich nicht irre, zurzeit unter Edirns Herrschaft steht? Und ob ihr irrt, Radovid, Bergen ist frei. Frei? Was soll denn das heißen? Das Pontartal gehört nicht mehr Kettwen oder Edirn. Wir haben Fürst Stannis verjagt. König Stannis? Und dann haben wir noch Hänsels Armee besiegt. Weib, deine Truppen sind ein Haufen aufständischer Bauern und elfischer Freischärler. Früher oder später müssen sie jemandem den Fahneneid leisten, sonst werden sie zerschlagen. Das Pontartal wird einen Eid auf Königin Saskia schwören. Als unabhängiger Staat befürworten wir die Einsetzung von Kammer und Rat. There we go. Du bist eine einfache Frau aus dem Volk. Die einzige Krone, derer du würdig bist, ist ein Feldblumenkranz. Redanien wird diese Krönung nicht anerkennen. Die Wahl ist euer, König Radovid. Zerschlagt ihr Temerien oder greift ihr das Pontartal an? Hänselt, letzter vom Stamm des Einhorns, hat versprochen, ein freies Wergen anzuerkennen. Philippa Eilhardt kann das bezeugen. Philippa Eilhardt ist des Staatsverrats angeklagt und meine Gefangene. Das war sie, Radovid. Sie ist es nicht mehr. Ihr Platz ist in Wergen als meine königliche Beraterin. Da guckt er ein bisschen blöd. Elsie, danke für den Resub. Entschuldigung. Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf Ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden. Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche. Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Sheila de Tankerville darf dieses Dokument nicht unterzeichnen. Triss Merigold, bist du also doch gekommen? An Tankervilles Händen klebt königliches Blut. Sie darf keinen Sitz in der Kammer bekommen. Das ist gelogen! Welche Beweise hast du für diese Anschuldigung, Merigold? Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass Sheila de Tankerville die Morde an Demavent und Foltest veranlasst hat. Mitglieder der künftigen Kammer. Sheila de Tankerville muss unverzüglich verhaftet und angeklagt werden. Sollten sich die Anschuldigungen als wahr erweisen, ist sie des Todes. Ach, die Dudes. Sheila de Tankerville, solange die Vorwürfe von Triss Merigold nicht geklärt sind, kannst du nicht in die Kammer berufen werden. Verhaften.
Macht die jetzt platt? Rastet die jetzt aus? Macht die ein Portal? Was macht sie? Ich bin ja gespannt. Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Merigold hat keine Ahnung, wovon sie redet. Das war aber nicht Saskia, oder? Geralt, eine Falle! Hier wirkt keine Magie, ich kann uns nicht rausholen! Du musst Sheila schnappen! Besiege den Drachen! Nuklear! Na, als ob, oder was? Ist ein Drache ein Insekt? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Das ist doch nicht Saskia. Oder? Du hältst mich nicht auf. Weder du noch irgendwer sonst. Ja, läuft. Ich töte dich, wenn ich muss. Ja, ich bin schon. Au, ey! Heiß! Ich habe das Portal stabilisiert. Wo willst du dich schon verstecken? Früher oder später wirst du ja doch gefunden. Ich ziehe es vor, über mein Kommen und Gehen selbst zu entscheiden. Wo ist Leto? Sesentesis kümmert sich um ihn. Und um alle anderen, denen sich bei der Vorstellung, eine Zauberin zu verbrennen, der Schwanz aufrichtet. Wo ist er? Weiß ich nicht, du Trottel. Ich suche ihn selbst, seit Foltes tot ist. Leto hat uns alle betrogen. Was ist denn Sesentesis? Wir sind auf die einfältige Miene und den stumpfen Blick reingefallen. Begreifst du nicht? Ja, die Loge wollte Demavent loswerden. Er war ein launischer Schwächling. Adern war im Begriff, unter seiner Herrschaft den Bach runterzugehen. Wir haben das kleinere Übel gewählt und ihn unschädlich gemacht. Leto war nur das Mittel dazu. Und Foltest? Und Hänselt? Damit haben wir nichts zu tun. Nach dem Mord an Demavent hat Leto unser Gold und unsere Magie benutzt und sich mit Jorvet in Verbindung gesetzt. Der sollte ihn verstecken, bis etwas Gras über die Sache gewachsen war. Das dachte ich jedenfalls. Für Foltests Tod ist die Loge nicht verantwortlich. Wer dann? Nilfgaard. Leto, der König der Lügner und Kaiser der Verräter. Er hat von Anfang an der großen Sonne und der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, gedient. Und uns alle reingelegt. Mich, Jorvid, deine dämliche Triss und dich. Welche Beweise gibt es dafür? Ich habe Nachricht erhalten von einem Logenmitglied aus Zintra. Die kaiserliche Armee überquert soeben die Yaruga. Du glaubst doch nicht, dass der Norden ihr in dieser Lage etwas entgegenzusetzen hat. Außer vielleicht ein neues Wunder von Brenna. Das weiß ich nicht. Aber ihr wart diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Und dafür werdet ihr auch gerade stehen. Das Stigma des Verrats wird euch für immer begleiten. Abwarten. Diese Stadt verlässt niemand mehr lebendig. Also wird auch keiner die Geschichte erzählen können. Philippa kontrolliert den Drachen. Sobald ich verschwinde, verwandelt er die Stadt in ein brennendes Grab. Wir Philippa kontrolliert den Drachen. Aber der Krieg beginnt erst. Und er findet ohne dich statt. Dies ist dein Ende, Hexer. Adieu. Was stimmt nicht? Der Diamant. Jemand hat den Diamanten ausgetauscht. Er hat einen Makel. Er wird mich in Stücke reißen. Nimm ihn raus! Welcher jetzt? Der hier? Du hast mich gerettet. Solltest du überleben, geh nach Nilfgaard. Dort findest du Yennefer von Wengerberg. Leb wohl, Hexer. Warum bin ich so gut? Warum habe ich das gemacht? Ich hätte sie halt auch einfach zerfetzen lassen können.
Saskia, wir waren doch mal Freunde! Au! Saskia, wir sind doch Freunde! Und du kommst du mir so! Au! Aua! Au! Hallo Andi, danke für den Resub, danke für 50 Monate. Fühl dich festgedrückt. Dankeschön. Du bekommst ein Ersatzhandtuch aus der flauschigen Wolle von Lars, dem Lama. Wo muss ich hin? Verflucht. Hallo? Hinauf, hinunter? Achso. Na, was denn du? Ich kann zurzeit nicht speichern, das ist ja super. Panzerknacker, danke für 30. Danke für auch deinen Anhalt. Ich kann zurzeit nicht speichern. Sehr geschön. Für 30 Monate. Du bekommst einen eigenen Thron in deinem Badezimmer, wenn du verstehst und so. Dankeschön. Danke. Nicht zu dolle die Saskia hauen. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hey Saskia. Tut mir nicht weh. Wir waren Freunde. Vergiss das nicht, wenn du mich frisst. Ich habe gesagt, vergiss das da. Oh. Au. Jetzt. Hör doch mal. Au. Wie viele von denen laufen hier noch? Böse Saskia. Au. Na, nun ist aber auch mal wieder gut. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen aufpassen, was ich tue. Saskia ist echt ein bisschen. Die ist ein bisschen. Mies drauf. Das kannst du aber auch nicht blocken, ne? Ich krieg die scheiß Flammen nicht geblockt. Alter, fuck. Au, 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 au. Na nochmal. Freundschaft geht durch den Magen. Oi. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich die mache. Ah. Lampenschutzhaube, das wär's. Das gibt's nicht. Wie die halt auch Art wieder steht die ganze Zeit. Ausweichen kannst du auch nicht. Es geht einfach nicht. Also, du kannst zwar versuchen auszuweichen, aber es wird nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Hier kann ich auch. Friss Feuer. Blöde Zippe, du. Wo ist es hin? Au. Das ist ja wohl eine Frechheit.
Hölle, die Elende. Das kriegst du nicht abgehalten, ne? Die Zimmer! Noch etwas unsicher, wie genau ich das machen kann. Vielleicht reagiert sie ja auf Irden. Weißt du? Fangen sie mit Irden oder so? Du musst Irden benutzen! Ich bin zu alt. Okay, also Irden ist es nicht. Du kannst dem nicht ausweichen. Also ich bin jetzt genau im richtigen Moment ausgewichen und es bringt halt einfach null. Axi funktioniert gar nicht, logischerweise. Es wäre auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, dann bin ich ein bisschen raus. Dem auszuweichen bin ich mir immer noch nicht so richtig. Also das geht ja nicht. Ah, das hat auch null Relevanz. Tja. Also, alle meine Zauber bringen nichts. Also gar nichts. Die machen nichts. Kennst du nichts? Das ist das, was passiert, wenn nichts passiert. Krass. Gut, dann wir hätten noch das da und wir hätten auch noch Lehmen, aber das wird null, das bringt nichts, weil das halt, also die machen auch noch ein bisschen Schaden. Ich nehme die mal mit rein, aber Schönen guten Abend, Matze. Danke nochmal für den Resub vorhin. Kannst du Tränke nehmen? Habe ich doch schon. Aber also ich kann nicht während des Kampfes Tränke nehmen. Was ist denn? Alla. Wenn sie dich einmal trifft, trifft sie sich instant danach wieder. Ich weiß nicht, wie ich dem entgehen soll. Ich kann dem nicht entgehen. Ich weiß nicht, wie. Au!
super toll. Au. Das ist sinnlos! Ich weiß nicht, wie ich sie machen soll. Ich kann nichts, keinem der Angriffe kann ich irgendwie sinnvoll ausweichen. Ja, da! Sie trifft dich dann sofort! Ich greife nur zweimal an, das ist faktisch nichts. Und sie trifft dich sofort. Au! Au! Oh, Gottes Himmels Willen! Nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Au. 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 Das ist sinnlos, wirklich. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich würde so gern verstehen, wie man sie besiegt. Da muss es doch einen Trick geben. Das ist sinnlos. Ich verstehe es nicht. Gibt es einen Trick, den ich nicht sehe? Chris, danke für den Reset. Dankeschön für 51 Monate. Du kriegst was kriegst du denn? Ein Miniatur Mini-Mai-Mai, glaube ich. Ja, was denn? Beim ersten Mal schon sehr nah dran. Ja, aber das war ja nicht, also das war vielleicht Glück. Viper, danke für den Reset. Danke für 23 Monate. Du bekommst 40 cm mehr Platz für deine Gummizähne im Kokon. Vielen lieben Dank. Das war Luck beim ersten Mal. Also ich, anders kann ich mir das nicht erklären. Weil... Du musst... Da hast du mehr gehauen. Richtiges Schwert. Ja. Das Ding ist, ich kann nicht hauen. Also guck dir das doch mal an. Sobald ich an sie rangehe, bin ich... Ich komme ja nicht dazu zu schlagen. Also ich weiß nicht, wie das beim ersten Mal funktionieren konnte, aber sie machte ja sofort Damage. Instant. Sie macht halt instant Schaden, sodass ich gar nicht dazu komme, ihr Schaden zu machen. Und ich kann ja auch nicht, wie wir wissen, kann ich nicht einem Angriff ausweichen. Aber offensichtlich ist die Draufhautaktik die einzige, die hilft. Alles klar. Einfach
draufhauen, ohne Sinn und Verstand, nicht ausweichen, einfach den Schaden einkassieren und dumm draufhauen. Na, wenn das... Oh, ich hab mich vertan. Wenn das mal keine Taktik ist... da hätte ich nur nichts... Also, ne? Gefressen. Ich muss jetzt nochmal, oder? Um wie viel wollen wir... Also, es wäre schön, wenn Sie mit der Cutscene einsteigen, bitte. Danke. Das ist nett. Der Tumor, würde ich sagen. Sie! Nimm mal lieber die Hand auf die Tastatur. Wer weiß, was ich hier noch drücken soll. Geralt, denke dran, wer das ist. Hat er nicht gemacht. Böser Geralt. Geralt, hilf ihr. Oh, was machen wir denn jetzt? Also. Meint ihr, das kriegt sie noch hin? Oh Gott, ich hoffe, sie... Vielleicht überlebt sie es. Es ist ein Drache, vielleicht überlebt sie es. Oh, hoffentlich. Au. Sie schafft das. Sie schafft das. Sie kommt da durch. Das überlebt sie. Sie überlebt es. Eine Liste der Zauberinnen der Loge. Eine Liste der Schlampen, die du uns hilfst zu finden. Reicheln Eier sagen, Pflaster drauf gab es nicht als Auswahl. Hi, Geralt. Ich auch nicht, die Lift. Epilog. Wo sind die Treppe jetzt hin? Also die Brücke, nicht Treppe.
einer. Bist du unversehrt? Halbwegs. Und der Drache? Drachin. Saskia. Verwundet, vom Blutverlust geschwächt, aber sie lebt. Der Bann wirkt noch. Egal. Solange sie am Leben ist, kann er aufgehoben werden. Außerdem töte ich keine Drachen. Auf eine solche Waffe würde Philippa nie verzichten. Triss, versteh doch. Eins der schönsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Es zu töten ist das Letzte, was ich will. Saskia verkörpert das Gute, ganz im Gegensatz zu Eilhart und deinen ehemaligen Freundinnen. Sie sind diejenigen, die bestraft werden müssen. Du hast recht. Ich wollte nur... Ich verstehe dich. Aber das hier ist keine Frage von Logik und Kalkül. Solange die geringste Möglichkeit besteht, Saskia von dem Bann zu erlösen, müssen wir es versuchen. Gehen wir. Leto ist entkommen, nehme ich an. Er wartet auf dich. Wartet? Mhm. Dort, wo die Temeria ihr Lager hatten. Woher willst du das wissen? Als der Drache angriff, brach ein Riesenchaos aus. Ich wollte zu Philippas Quartier. Da drückte mir unterwegs ein verängstigter Kerl einen Brief in die Hand, flehte mich an, ihn zu verschonen und bat mich, dir den Brief zu geben. Er war kurz. Ich warte im Lager der Temeria. Leto. Was ist in meiner Abwesenheit passiert? Die Könige hatten mehr Krieger dabei, als für Friedensverhandlungen gut ist. Als sie abzogen, kam es zu Zwischenfällen. Die Kettwener schlugen sich mit den Temeriern. Die Ordensritter vergewaltigten zwei Zauberinnen und brachten ein paar Mutige um, die den beiden helfen wollten. Meinst du, der Rat und die Kammer bestehen weiter? Deren Einberufung hat ein noch viel größeres Blutbad verhindert. Schwer zu sagen, ob sie überdauern. Aber es gibt bisher nichts Besseres. Magier sind nun einmal Teil dieser Welt, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Sie brauchen ihren Platz und ihre Rechte. Sonst wird es wieder eine Loge geben. Das sind böse Zauberinnen, Koala. Die machen böse Dinge. Die sind nicht nett. Wir mögen die nicht. Da. Er deswegen kommt zu sich. Stört von wegen. Am Verrecken ist der Drecksack. Sieh ihn dir an. Der schlauste der Elfenbanditen liegt da wie Aas. Bestimmt hat ihn ein Magier so zugerichtet. Du hättest ihm den Krempel nicht wegnehmen sollen. Die werden fragen, was er bei sich hatte. Halt die Klappe, verstanden? Ihr da, verschwindet! Das hier ist ein Gefangener. Sag mal, weißt du, wer ich bin? Gefangener? Wie habt ihr ihn geschnappt? Was geht's dich an? Mach eine Fliege, du Kreatur! Weißt du, was mit Roche passiert ist? Ja, Radovid wollte ihn kaufen. Wie du dir denken kannst, hat Roche abgelehnt. Manches ändert sich nie. Ich kann jetzt hier nichts tun. Verschwinden. Aber solange es Leute wie Roche gibt, besteht Hoffnung. Mach mir deswegen keine Vorwürfe. Wollte ich nicht. Du hast gefragt. Triss, kannst du mal aufhören? Ja, hallo? Packt euch, hab ich gesagt. Zum letzten Mal. Haut ab. Sehr erfreut. Hallo. Genug. Ah. Scheiße. Ja, ihr habt es nicht anders gewollt. Also dafür konnte ich ja jetzt nichts. Das ist ja wohl ein klarer Fall von Selbstschuld, ne? Komm, greif mich an. Ich warte doch nicht ewig. Gut. Kannst du mir mal sagen, was das sollte? Das ist Jorvet. Ich bin ihm das schuldig. Ich habe ja einiges verpasst. Und ob? Kannst du ihm helfen? Leider nicht, Geralt.
Man hat höhere Magie gegen ihn eingesetzt. Na toll. Eine Heilung würde lange dauern, vermutlich Monate. Na toll. Dann würde mir der Königsmörder entwischen. Bleib bei ihm, Triss. Ich bin zurück, sobald es geht. Geralt. Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich kann auf mich aufpassen. Nein, diesmal nicht. Ich muss das allein tun. Dickschädel. Was hältst du davon? Ich teleportiere Jorvet weit weg von hier, nach Vergen. Einverstanden. Pass auf dich auf. Ito. Gut, alles klar. Das hätten wir. Jorvet haben wir. Gut. So, who's next? Leto wartet auf uns, ne? Ich will hier ein bisschen, ich muss hier ein bisschen aufpassen, nicht, dass der hier direkt steht. Ich würde mir dann gerne noch ein paar Tränke reindrücken. Geht's hier lang? Jo. Sekunde. Ich drücke mir mal ein paar Tränke. Schwalbe, Korea, ab dafür. Den Händen und Armrudern beim Reden. Ja, das ist schon schön. Interessant. Leider kann ich das nicht benutzen, aber ist ja aus. Ich habe halt alle meine Bomben auf Saskia geschmissen. Alle weg, oder? Oder? Nee, warte, die sind... alles klar. Nee, ich hatte die noch hier, deswegen. So, jetzt machen wir hier noch einmal das Braunöl auf das Stahlschwert. Guten Tag. Na, mal das. Muss eigentlich nur den ganzen Fläschchen nach, den leeren, ja. Dies ist kein Ort für Hexer. Auch wenn ich dich kenne und du immer da auftauchst, wo etwas Wichtiges geschieht. Wahr. Wenn auch bisweilen zufällig. Und diesmal? Auch Zufall? Sagen wir, ich muss mich um etwas kümmern. Na dann beeil dich. Sobald wir den Saustall beseitigt haben, den wir den königlichen Armeen verdanken, wird Lokmuin magisch versiegelt. Ihr verschwindet von hier? Vorübergehend. Bald kehren wir zurück, um die Stadt wieder aufzubauen. Lokmuin wird im alten Glanz erstrahlen. Bis dahin müssen wir die Schatzjäger und Tunichtgute draußen halten. Radovid traut euch also? Wir werden das Vertrauen seiner königlichen Majestät erlangen, indem wir Sheila de Tankerville und die anderen Verräterinnen der Loge ausliefern. Das könnte eine Weile dauern. Sheila ist aus Lokmuin geflohen, per Megaskop. Wir haben Zeit. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Früher oder später ist sie unser. Entschuldige mich, ich habe noch zu tun. Und trödle nicht. Die Stadt wird in einer Stunde versiegelt. Ja, das verstehe ich natürlich, Locke. Ja, dann ist das, das ist natürlich echt. Ja, das ist halt bitter. So. Ich schätze, jetzt kommt The Endfight. Mahlzeit. Lass uns bitte nicht zu lange reden, falls wir kämpfen sollten. Wovon ich ausgehe. Das hat aber gedauert. Stammt das Ding da von Sheilas Megaskop? Mhm. Ich habe den Diamanten ausgetauscht. Gegen einen fehlerhaften, der einen Teleport verhindert. Die kaiserlichen Magiekundigen hatten versprochen, dass der Effekt spektakulär sein würde. Ich hab sie laufen lassen. Wie herzlos. Was ihr der königliche Geheimdienst antun wird, ist weitaus schlimmer. Vermutlich. Also, bist du bereit, die Karten auf den Tisch zu legen? In jedem Spiel ist es irgendwann soweit. Was für ein Moment. Aber zuvor... Schnaps. Ich trinke nur mit Freunden. Was ist mit alten Bekannten, hä?
Mach du nur. Danke, nein. Hast du dein Gedächtnis wieder? Nicht vollständig. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Ich hab dir das Leben gerettet. Und wie dankst du es mir? Wie hätte ich es dir denn besser danken können? Ich hab mich um deine Frau gekümmert. Jennifer. Keine Ahnung zwar, was du an ihr findest, aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Wintersonnenwende 1270. Die magische Nacht. Leto hat nicht gelogen, die Jagd hält an. Unter einem Baum, der zum Erhängen dient, selektieren die Reiter die Entführten. Jennifer ist darunter. Eine Erscheinung kann man nicht töten, nur verjagen. Jeder Hexer weiß das. Und doch fallen die Reiter unter den Hieben der Hexerschwerter. Und aus den Panzern der Getroffenen quillt Blut. Wir schaffen es nicht, sie alle zu töten. Dafür sind es zu viele. Ein Pat. Er ist anders als alle anderen Elfen. In seinem Blick liegt keine Scham. Niemals hat man ihn verfolgt. Er hat keine Pogrome erlebt. Kein Land wurde ihm von Menschen geraubt. Er kann nicht von dieser Welt stammen. Ein Eindringling. Wir treffen eine Abmachung. Meine Seele gegen die Jennifers. Er willigt ein, ohne zu zögern. Hi, Unable to Hype. Wieder da? Einen Augenblick sah es aus, als wärst du weit weg. Erinnerungen. Eine ganze Welle. Der Baum der Erhängten. Die wilde Jagd. Sie haben mich statt Jennifer mitgenommen. Dann ist es jetzt an der Zeit, Klartext zu reden. Sofern du mich nur gejagt hast, um mich zu töten. Ich habe dich aus mehreren Gründen gejagt. Du bist mir ein paar Erklärungen schuldig. Mag sein, dass ich das bin. Ey, es ist dann alles abgelaufen, ne, wenn ich jetzt mit ihm rede. Ich hasse das. Worum ging es denn nun eigentlich? Darum, die nördlichen Herrscher zu töten. Den Zauberinnen die Schuld zu geben. Chaos zu stiften. Den Norden auf die Invasion vorzubereiten. Und weißt du was? Es lief wie am Schnürchen. Krieg oder nicht. Zauberer und Könige werden sich noch lange beschuldigen und bekämpfen und aneinander rächen. Der Norden ist ein brennendes Bordell, wie dein Freund Rittersporn zu sagen pflegt. Toll. Du warst der Grund dafür, dass Sheila in Flotsam war. In der Tat. Sie wollte mich beseitigen, ging allerdings davon aus, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sicher dachte sie, ich wäre verrückt geworden oder von Jorvet gelenkt. Derweil der Norden immer tiefer im Chaos versank. Genau. Du warst mein größtes Problem. Ich hätte dich töten können, damals in den Elfenruinen. Aber du warst nie wirklich mein Feind. Wie hast du zu Sheila Kontakt aufgenommen? Als ich einmal von der Loge wusste, war das nicht schwierig. Am Anfang hat sie mich ziemlich misstrauisch beäugt. Aber bei meinem Aussehen hatte ich sie schnell überzeugt, dass ich nur ein tumber Schlagetod bin. Ich blieb in ihrer Nähe und tötete ein paar Biester für sie. Dabei jammerte ich ausreichend über die Schlechtigkeit der Welt. Außerdem sorgte ich für ein paar glaubwürdige Zeugen, die uns in Verbindung bringen konnten. Zur Sicherheit, falls man mich schnappen sollte. Und ich bereitete den Anschlag auf den Herrscher von Kovir vor. Eigentlich sollte Eddard Thyssen das erste Opfer sein. Doch ehe das getan war, beauftragte mich Sheila mit dem Mord an Demavent. Damit musste ich ihr nichts mehr vormachen. Ich nutzte die Chance und erfüllte den Auftrag. Oh Mann. Wie hast du erfahren, dass die Loge existiert? Vom Kaiser und Fatir de Rideau, seinem Meisterspion. Und die dürften es von Yennefer gewusst haben. Dann hat sie ihr Gedächtnis wieder? Sie hat es wohl kaum bewusst preisgegeben. Vermutlich haben sie einen Weg gefunden, ohne ihr Wissen an ihre Erinnerungen ranzukommen. Top. Als ich verhört wurde, war ein Zauberer zugegen. Ein stolzer junger Offizier des Geheimdienstes. Man legte mir eine Liste der Logenzauberinnen vor. Bei diesem Gespräch waren nur M hier, Fatih und ich anwesend. Meine Mission war geheim. Wie hast du es geschafft, Demavent zu töten? Sheilas Zauberkunst. Wir kannten jeden seiner Schritte.
Die Gewohnheiten seiner Wachen. Wir wussten alles. Sheila stellte genug Gold für Vorbereitungen und Schmiergelder bereit. Eigentlich musste ich nur noch den entscheidenden Schlag ausführen. Aber das klingt einfacher, als es war. Wir sind den Verfolgern nur knapp entkommen. Ohne Jorvetz Skojatel hätten wir das nicht geschafft. Sheila hat sich keinen Gefallen getan mit der Empfehlung. So konnten wir nicht nur Demavent töten, sondern uns auch noch dem Zugriff der Loge entziehen und die Anschläge auf Foltest und Henselt vorbereiten. Bisschen Pause. Ah, oh, Pause, sehr schön, Siri. Woher wusstest du, dass Foltest in die Einsiedelei kommen würde? Der Plan zu seiner Ermordung stammt von Jorvid und mir. Foltest hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den Lavalettes abrechnen würde. Ich wusste, dass er seine Bankkarte wollte. Und wo versteckt man Kinder während einer Belagerung am besten? Ich musste zu einem Mönch werden. Aber in ein Kloster zu gehen und zu sagen, ich hätte eine Offenbarung gehabt, das wäre unglaubwürdig gewesen. Darum stieß ein Trupp von Arjan eines Tages auf eine Gruppe Eichhörnchen, die einen wehrlosen Mönch folterten. Die edlen Krieger vertrieben die Elfen und ich fand Zuflucht im Kloster. Ist denn niemandem aufgefallen, dass du nicht verletzt warst? Das ist unglaublich, oder? Der Mönch, der mich heilen wollte, schwieg für einen Batzen Orens, ein Darlehen. Denn später brachte ich ihn um. Tote bewahren Geheimnisse besser. Hi, und dann wartete ich ab. Als ich sah, wie du mit Foltest in die Einsiedelei kamst, war ich nicht sicher, ob der Plan aufgehen würde. Doch zum Glück hast du deinen alten Gefährten nicht erkannt. Oh, Mann, ey. Wann hast du beschlossen, Jorvet loszuwerden? Als ich gemerkt habe, dass ich ihn nicht manipulieren konnte. Sein Scharfsinn macht ihn gefährlich. Er hätte mich jeden Augenblick durchschauen können. Ein Fehler. Unter dem Schutz der Skojatel warst du unberührbar. Aber auch handlungsunfähig. Hätte ich Kiaran erledigt... Hast du aber nicht. So konnte ich Jorvet gegen dich aufbringen und dich zur Flucht zwingen. Denk daran, ich hätte auch dich töten können. Aber ich tat es nicht. Ich weiß. Henselt habt ihr nicht erwischt. Sabrinas Fluch hat alles verdorben. Erst saßen wir in unserem Versteck in den Schluchten fest. Dann erschien auch noch Sheila auf der Bildfläche und hütete Henselt wie ihren Augapfel. Doch da war sein Tod schon nicht mehr notwendig. Das Schicksal hatte es wieder gut mit uns gemeint. Ich erfuhr von den Verhandlungen und dem Vorhaben, Kammer und Rat wiederherzustellen. Der beste Zeitpunkt für das große Finale. Mein Erleg. Das Erste, was ich denke, Mönch, genau. Definitiv. Erzähl mir von Yennefer und was nach meinem Abgang passiert ist. Sie hatte ein paar Tage hohes Fieber. Wir dachten schon, sie schafft es nicht. Dann kam sie zu sich. Aber sie war verwirrt. Ihr Gedächtnis war weg. Genau wie deins. So wie meins. Na super. Und weiter? Sehr schnell kam ihr sperriger Charakter durch. Sie hat uns ganz schön zugesetzt. Sperrig. Egan verführt und versucht, Keile zwischen uns zu treiben. Da du dich für sie geopfert hattest, konnten wir sie schlecht im Stich lassen. Sie hätte ja keine 4 Wochen durchgehalten. Trotzdem hat sie sich aufgeführt wie eine Fürstin. Diese Zauberin ohne Gedächtnis. Halt Kacke. Und dabei befanden wir uns mitten im Kaiserreich. Du weißt, wie man dort mit hochmütigen Zauberern umspringt. Entweder wirft man sie raus, oder man lässt sie auf dem Marktplatz 4 teilen. Ich hörte davon. Wir wechselten ständig den Standort und retteten sie aus diversen brenzligen Situationen. Bis wir eines Tages vom Geheimdienst verhaftet wurden. Egan, Serit, Yennefer und ich. Vom kaiserlichen Geheimdienst? Mhm. Sie trennten und verhörten uns. Lang und ausführlich, aber ohne Gewalt. Ich lernte Fatir de Rideau kennen und einige Wochen später den Kaiser in Person. Ich, als lichter Hexer. Yennefer? Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Kaiser trug mir eine Mission in die Nordreiche an. Aber sie war aus irgendeinem Grund wichtig für den Imperator. Vermutlich hat er von ihr erfahren, dass die Loge existiert. Der kaiserliche Geheimdienst hat eben seine Methoden. Jedenfalls wurde Yennefer permanent von Fatirs Leuten bewacht. Wir brachen dann bald nach Norden auf, um die Könige zu töten. Mehr weiß ich also nicht. Dann ist sie im Kaiserreich. Das war sie, als ich es verließ. Och, Siri, eigentlich ist mir das relativ egal, aber ich mag Triss schon ein bisschen mehr. Also rein so von der Person her.
Und das verstehe ich schon ein bisschen, Locke. Woher wusstest du, wo wir die Jagd finden würden? Jeder Hexer mit einem Schlangenmedaillon um den Hals kennt den Ort. Ich dachte lange, meine Schule wäre nur gegründet worden, um das Rätsel der Geisterreiter zu lüften. So viele Bücher und Schriftrollen hatten wir zum Thema. Weißt du, wer die Reiter der wilden Jagd wirklich sind? Genau. Da stecken doch irgendwelche verfluchten Elfen dahinter. Riesenbetrug. Das legendäre Menetekel des Kriegs. Nichts als Mummenschanz vom Jahrmarkt. Glaub mir, kein Jahrmarkt-Zauberer ist in der Lage, eine Horde Geisterreiter über den Himmel zu jagen oder jemandem das Gedächtnis zu nehmen. Dann klär mich auf. Die wilde Jagd, um die sich so viele Legenden ranken, gibt es tatsächlich. Ich habe etliche Geisterreiter besiegt und verjagt. Sie sind zwar Geister, aber zugleich die Avatare von echten Reitern. Denen sind wir unter dem Baum begegnet. Dann haben Elfen dich verschleppt? Ganz gewöhnliche Drecksäcke zum Anfassen? Das mögen sie in ihrer Welt sein. Hier sind sie Fremde. Du kennst die Theorie von der Sphärenkonjunktion und weißt, wie die Monster in unsere Welt kamen? Jeder Hexer weiß das. Dann weißt du auch, dass unsere Zauberer imstande sind, Brücken zwischen den Sphären zu schaffen. Meist rufen sie Monster herbei, die wir dann wieder loswerden müssen. Diese Elfen, die wir gesehen haben, stammen aus einer anderen Welt. Sie wurden allerdings nicht gerufen, sondern kamen selbst hierher. Das ist sehr schwierig, sogar für sie. Viel leichter ist es dagegen, ihre geisterhaften Abbilder zu schicken. Dass sie tatsächlich selbst kommen, ist eine Ausnahme. Und die haben sie für Yennefer und dich gemacht. Mhm. Elfen aus einer anderen Welt und deren dressierte Geister. Was wollten sie von dir? Ja, das geht Joker ist er. An. Ja, ja. Das geht dich nichts an. Warum arbeitest du für Nilfgaard? Ich arbeite für den Kaiser Geralt. Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Kein Herrscher des Nordens kann ihm das Wasser reichen. Aber warum? Er will die Schlangenschule wieder aufbauen. Den Hexerorden, der mich ausgebildet hat. Die Hexerschulen im Süden sind vor langer Zeit untergegangen. Und die Hexer waren Geächtete, die man in die meisten Städte nicht hineinließ. Außer Aegon und Serret gibt es noch zwei Hexer von der Schlangenschule. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und weiß nicht, wo sie sind. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu verstecken und können nach Hause zurückkehren. Warum hast du mich erwartet? Weil ich wusste, dass du mich nicht ziehen lässt. Ich hatte nicht vor, mich jagen zu lassen. Du kennst jetzt die Wahrheit. Außer dir nur noch ein paar, deren Wort nichts mehr zählt. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich will nur meiner Wege gehen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, dann soll's wohl so sein. Aber diese Geschichte endet hier und jetzt. Ja, das Schöne ist, dass meine Tränke mit Sicherheit jetzt abgelaufen sind. Ich liebe das. Ich finde, wir haben genug geredet. Kampf? Mm. Hast du noch Schnaps? Einen Schluck für jeden. Hier. Na, was nu? Verenis, danke für den Reset. Danke für 46 Monate. Du bekommst ein wundervolles Klingelschild. Vielen lieben Dank. Die Armeen des Kaisers überqueren vermutlich eben die Yharuga. Das ist das Ende des Nordens. Höchste Zeit, nach Süden aufzubrechen. Da wartet ein schönes Leben auf mich. Du bist ein Narr, Leto. Der Kaiser und du, ihr habt eines nicht bedacht. Unglück schweißt zusammen. Dank eurer Taten dürfte der Norden schon bald einiger sein als je zuvor. Aber was geht mich das an? Ich bin nicht dein Feind. Ich war es auch nicht. Lass mich gehen und du siehst mich nie wieder. Falls du nicht sehr weit nach Süden reist. Zwingst du mich aber zum Kampf, werde ich dich diesmal töten. Also eigentlich ist er mir ja ziemlich egal. Ich mag den Kloppos. Er hat uns halt auch nicht umgebracht, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Der ist schon richtig, richtig hart. Aber eine Menge anderer. Ja, aber interessieren die uns wirklich? Also das ist ja die entscheidende Frage. Interessieren die uns?
Und haben wir etwas von seinem Tod? Ein Krieg auszulösen für seine eigenen persönlichen Zwecke und ich traue ihm keinen Meter mehr. Ja, aber wie viele machen denn das, Lilly? Also das machen halt irgendwie alle. Ich finde es eigentlich mal ziemlich beeindruckend, wenn sich ein Hexer da mal ein bisschen einmischt. Ne? Geralt stolpert da ja immer nur rein. Eigentlich interessiert ihn das ja alles nicht. Gerade deswegen finde ich, es ist schon fast eine logische Entscheidung, ihn am Leben zu lassen. Weil sich eigentlich Geralt für diese ganzen Politikbelange null interessiert. Da fehlt ja auch wieder die Antwort, lösch dich, du Assi. Also ich... Naja, ein lieber Kollege, das würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen, aber... Ja, wer weiß was, Lilly. Wenn das, also wenn wir so an unser an das Leben im Generellen rangehen, ich weiß nicht, dann wird's schwierig. Ich lasse, ach komm. Ach. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollte. Meine Erinnerungen kommen wieder. Dein Tod würde nichts ändern. Geh deiner Wege. So sieht's aus. Dein Tod würde nichts ändern. Keine Drohungen? Keine Lebensweisheiten? Du willst gar nicht gehen? Leb wohl, Geralt. Na? Ich hätte ja noch erwartet, dass er uns noch in den Rücken sticht. Nicht? Okay. Ja, Joker. Ja, wir wollten ja wissen, warum. Also zumindest seit wir wussten, dass es ein anderer Hexer ist und dass wir ihn kannten, wollten wir wissen, warum. Das wissen wir doch jetzt. Wir waren wieder mal nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Er hat gar nicht mit uns dort gerechnet. Ein Marienkäfer. Er hat Unrecht getan. Das tut ja jeder in dieser Welt. Jeder. Gemordet, gemeuchelt. Das machen wir auch ständig. In jedem Stream haben wir hier gemordet und gemeuchelt. Und? Nicht in dem Maße. Wie nicht in dem Maße? Wollen wir mal zusammenzählen, wie viele er getötet hat und wie viele ich? Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. Er war aufrechten Leuten begegnet und Verkommenen. Bernard Loredo gehörte zu den Letzteren. Bald darauf verkaufte Loredo Flotsam an Kettwin und verstreute die Anderlinge in alle vier Winde. Nicht für Geld, das ist nicht richtig, Joker. Flotsam wurde zum Armeestützpunkt, die Zivilbevölkerung siedelte man um. In Edirne wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontartal als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirne gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träume und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Voltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Temerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten. Auf dem Gipfel in Lochmuin wurde das Schicksal von Foltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Kettwin es zwischen sich aufteilten.
Jahre zuvor war Geralt von Riva Zeuge des Falls von Rat und Kammer der Zauberer geworden. Der Gipfel in Lokmuin führte beide Institutionen wieder ein. Wobei die Gründer Sheila de Tankerville und ihre Komplizinnen opferten. Doch Radovid verlangte obendrein Demut und Loyalität von den stolzen Magiern. Und das passte durchaus nicht allen. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Soltan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva. Ja, aber das ist wirklich interessant, oder? Ich habe hier, wer hatte denn das jetzt gerade geschrieben? Dass bei Sheila niemand ausrastet, ja? Die Locke hat das geschrieben. Das Raupe Sheila entkommen ließ, hat den Chat fast gar nicht gejuckt, ja? Und die hat wirklich alle verarscht. Aber da juckt es halt einfach keinen, ne? So, och, okay. Wie jetzt, das war's. Natürlich, das war's. Das war der Epilog. Nach den Credits kommt noch was? Ich musste jetzt die Credits nicht wegklicken. Oder? Die sind da hoffentlich nicht hier wie bei... Was war das zuletzt? Wo das hier eine Dreiviertelstunde lang oder so? Solange die jetzt nicht eine Dreiviertelstunde gehen. Ich brauche keine Biobreak. Ja, Assassin's Creed, genau, da war das ja so übel. Credits sind gute 20 Minuten lang. Na, was new? Ja, können wir noch drüber sprechen? Ja, Raupi hat sich um einen schönen Kampf gebracht. Ja. Das sehe ich vielleicht ein. Das war der Antagonist, der muss sterben. Also je nachdem, aus welcher Sicht die Geschichte erzählt wird, könnte auch Geralt ein Antagonist sein, Felix. Das ist sehr schwierig. Schwarz und weiß und so. Den Drachen auch nicht erlöst. Das war Saskia. Natürlich nicht. Was spielt das Raupi nu? Ja, jetzt lassen wir erstmal die Credits laufen und gucken, was dann zum Ende der Credits kommt. Jetzt warten wir erstmal ab. Caldanova, einen wunderschönen guten Abend. Und danke für den Resub, danke für 3 Monate. Du bekommst Licht in die Gummizelle, musst noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Oh, ich dachte jetzt schon. Ich habe nichts gedrückt. Ich will noch sehen, dass es der Drachenlady gut geht. Ja, das würde ich auch gern sehen wollen. Irgendwann wiederholen die sich. Vermutlich jetzt, oder? Also wiederholen ist relativ, aber ich vermute jetzt. Sheila lag es halt auch an den Umständen, zumindest bei mir. Wenn sie gegen mich gekämpft hätte, dann hätte ich sie wohl auch getötet. Sie so zerfetzen zu lassen? Nee. Aber hast du Leto zum Schluss getötet, Lilly? Nö, Atlas. Wir machen dann heute einfach mal einen früheren Feierabend. Wir sind jetzt bei nicht ganz 2,5 Stunden. Hast du jetzt von der Seite rumgebuht? Soll ich jetzt für eine halbe Stunde noch Dyson anmachen? Also wie weit komme ich denn dann? Da weiß ich dann gerade so wieder, wo ungefähr was steht. So.
Ich habe, wie gesagt, sehr lange überlegt. Letztendlich habe ich ihn getötet, ja. Hm. Wie viele Sammelkarten haben wir? Ich weiß es nicht, ISP. Es waren nicht so viele wie in Witcher 1. Witcher 1 war sammelkartenmäßig definitiv mehr los. Nur das persönliche Empfinden. Ja, das stimmt wohl, Rava. Lärmtan, Salüchen. Was, Sanobudrum? Nee, das war der Antagonist. Hast ja auch die Hälfte verkackt an Sammelkarten. Das stimmt überhaupt nicht. Eine! Eine einzige! Das übertreibt man ja nicht so. Eine einzige Sammelkarte habe ich verkackt. Guck mal, Basti hat mir geschrieben. Da kann ich jetzt mal gucken, was der Basti geschrieben hat. Ob Donnerstag noch steht. Wartet. Na, nu? Ja, Donnerstag. Und Grüße an den Chat. Donnerstag, Greenhelm. Wetten abgeschlossen, ob Felix am Sonntag wieder faul ist. Und noch das Handy im Stream. Direkt am Anfang des Streams hatte ich das auch schon, Felix. Da warst du noch nicht da. Nach meinem Wissen hat sich Raupe wenigstens zwei entgehen lassen. Veränderst dich sehr, seitdem du den Bösewicht zu Witcher verschont hast. Es ist furchtbar. Hat dir Spaß gemacht? Ich hatte Spaß, definitiv. Ich fand es ein grandioses Spiel. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass man das zum Schluss entscheiden kann. Da bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde halt, also ja, ich glaube tatsächlich, dass Leto, ja natürlich, er ist ein Lügner, er passt halt zur Schlangenschule. Ja, er ist eine wirkliche Schlange. Keine Frage, aber er hat uns nicht getötet. So, das darf man mal nicht vergessen. Und er hat uns eigentlich nichts getan. Wie er gesagt hat, eigentlich sind wir nicht sein Feind. Wir waren nur, als er den Auftragsmord an Foltest begangen, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das war halt einfach ein bisschen ungünstig. Da konnte er ja auch nichts dafür, dass wir da waren. Easy going. Ja, das ist halt dann einfach mal blöd gelaufen, dass dann alle gedacht haben, wir wären es gewesen. Das ist dumm. Ja. Ja, aber Empathie. Wir müssen doch Empathie fühlen für die Kinder, deren Vater getötet wurde. Vom Foltest. Also, das ist der Dude, der dort seine Bankkarte geholt hat, ja? Wir waren dort mit ihm. Der hat diese Burg angegriffen, um seine Bankkarte zu holen, um sie bei sich zu haben, weil die ja sonst irgendwann Ansprüche auf den Thron stellen könnten. Also wir wissen jetzt hier schon, von wem wir sprechen. Foltest ist jetzt nicht unbedingt der heilige Gute. Der ist nicht gut gewesen. Aber er ist König. Na und? Was interessiert denn mich das? Keiner der Könige ist gut. Das ist richtig. Keiner der Könige ist gut. Das ist richtig.
Das mag sein, hier bin ich Mensch, dass es für ihn okay war, aber trotzdem hat er die Burg nur angegriffen, um die da wegzuholen. Der hat sich sonst einen Scheiß um die Kinder interessiert. Also die waren dem egal. Nur als ihm gesagt wurde, die hätten ja irgendwann mal Anspruch auf dem Thron, dann fängt er an, Krieg zu führen. Na, fantastisch. Es ist ja... guter Vater. Echt gut. Die sind alle grenzwertig. So. Voltes war kein Heiliger. Als Geralt, also wenn... Man muss ja die Figur Geralt auch so ein bisschen... Dem ist das eigentlich alles ziemlich egal. Solange den das nicht persönlich betrifft, ist dem der ganze andere Scheiß rundherum, ist dem eigentlich ziemlich egal. Ja. So. Kann man praktisch jeden abmuxen oder abhauen lassen. Trifft immer die Richtigen. Stimmt wohl. Der Troll hat doch bestimmt auch einige getötet und ihm hast du geholfen. Ja, mit Sicherheit, der hatte ja da schließlich gerade eine kleine Elfensuppe am Köcheln. Hat er ja gesagt, als wir da ankamen. Lecker Elfensuppe. Aloha, Tietrick. Das Doktor, den verstehe ich nicht. Auch noch bis mein Sohn 18 ist, dann kommt die Kriegserklärung. Mit Egaleinstellungen und Kräften. Ja, das stimmt rein. Deiner Schwester ein Kind gezeugt und die dann verstoßen hat? Nur? Nee, deswegen wurde das Kind nicht zur Striege. Und nee, der wollte die Striege auch nicht umbringen lassen. Das ist nicht wahr. Ganz im Gegenteil. Er wollte ja, dass Geralt sie rettet, wenn es geht. Wenn es möglich ist. Das ist nicht ganz richtig, Jörg. Das war nur ein Elf, also zählt das nicht. Elf ist wie Tomate, genau. Hat er gesagt, schmeckt wie Tomate. Genau das hat er gesagt. Was lernen wir daraus? Raupe auf der nächsten möglichen Messe nicht zu nahe kommen. Wieso das denn jetzt? Wieso? Ja, aber konnten wir das ändern, Rosco? Also hätte das jetzt die Ermordung von Leto, hätte sie was geändert? Sehe ich halt nicht. ...30 Minuten mehr Gameplay. Ist Witcher heftiger in der Auflösung von Gut und Böse als Game of Thrones? Witcher ist mehr so ein Grau. Ehrlich, es gibt kein Gut und Böse in Witcher. Das ist ja das Schlimme. Also, das, vor allem in Witcher 3 merkt man das dann so richtig böse, weil sie es dann auch sehr, sehr gut darstellen. Mit jedem Ende eines Bereichs quasi stellen sie in Witcher 3 unglaublich gut dar, was deine Entscheidungen bewirkt haben. So, das haben sie auch hier jetzt schon gemacht. Aber in Witcher 3 ist das noch stärker. So. Und da merkst du, dass das sind alles Grautöne in Witcher. Da gibt es, also gut und böse funktioniert halt null in der Welt. Ganz bestimmt, Don Philipp, ganz bestimmt. Plötzlich Onkel ins Genick. Könnten falsche Entscheidungen getroffen werden? Was? Meuterst du gerade? Ich glaube auch.
Das ist richtig, Strauch, ja. Alles ist grau. Grau geht weg mit Vanish Oxy Action. Also ich muss wirklich zugeben, dass ich jetzt die zwei, auch von der ganzen Geschwindigkeit und so, die sie dann aufgenommen hat, enorm gut umgesetzt fand. Das ist schon sehr geil. Ich habe das schon häufiger gesagt, während des Spielens der 2. Das ist für mich so, das ist ganz knapp Witcher 2 und 3. Das ist schon ganz schön knapp vom Ranking her. Weiß nicht, ob ich mich da jetzt unbedingt entscheiden wollen würde. Romane. Ja, natürlich sind die genial. Deswegen gibt es ja auch die Spiele und jetzt noch eine Verfilmung und, ne, also die Serie noch und. Hm. Was ist denn das jetzt für ein Random Drop, Felix? Morgens mit dem Gedanken aufsteht, zu den Guten zu gehören, hat der Tag Struktur. Blaubeerkuchen, ja. Bratwurst. Hat sich das eigentlich schon mal wiederholt? Französische Lokalisierung. Also ich, wenn ich jetzt klicke. Ersten Roman auch gelesen, war schon gut. Gute Nacht, Retaurus. Bob goes fast. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vermutlich schon früher mal die Maustaste gehalten. Ich freue mich so auf die zweite Staffel. Ja, definitiv. Ja, Film zu Witcher ist auch toll. Sind, glaube ich, von 2001, 2002. Bei Retro-Eggie, schönen Abend noch. Ich will jetzt unbedingt hier noch das Ende sehen. Stand extra da, am Anfang der Credits, das Spielende kommt nach den Credits. Speckwegbank für Felix. Kauft ihr halt eine. Ende und Sprache. Okay. Oh. Delfin, definitiv. Ganz genau so. Knack. Ah!
ist auch nett, oder? Also einfach so drüber rennen ist halt auch echt nett. Na, Mario. Ui, 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 ui. Ah. Nilfgaard ist am Start. Optimal. Und das war The Witcher 2. Das hat sich sehr gelohnt. Wenn ich das mal so sagen darf, es hat sich wirklich sehr, sehr gelohnt. Sich Witcher 1 und Witcher 2 noch anzuschauen. Wirklich gut. Also ich... Wenn man, wie gesagt, bedenkt, zu welcher Zeit Witcher 2 kam und dass das natürlich grafisch jetzt nicht mehr mit einem Witcher 3 mithalten kann, das ist alles logisch, alles klar. Aber... So rein vom, also auch so vom Gameplay her fand ich das gut, bis auf vielleicht so ein paar Sachen ein bisschen. Also, ne, das mit den Tränken, was ich ja immer erwähnt habe, ne, wenn ich dann die Tränke nehme und dann vor dem Kampf erstmal noch eine halbe Stunde Dialog kommt, ist es natürlich schwierig dann. Aber insgesamt fand ich das wirklich, wirklich toll. Wirklich. Wirklich toll. An der Story ist nichts zu mäkeln. Das finde ich auch. Die war wirklich grandios. Das hat zum Schluss, das hat auch dann richtig schön Fahrt aufgenommen. Ne? Das war am Anfang richtig gut. Wo dann auch, also ne, Kapitelende, Akt 1 zu, also Kapitelwechsel, Akt 1 zu 2, richtig gut. Dann hast du so einen Moment gehabt, wo du dann in der 2 erstmal so entspannt, bisschen hier, bisschen da so gemacht hast. Bisschen irritierend fand ich beim Wechsel von 2 auf 3 dann das Entspannte. Also das fühlte sich merkwürdig an, dann in hier zum Schluss in Lokmin zu questen quasi. Das fühlte sich ein bisschen komisch an, weil man es ja eigentlich eilig hatte. So, das war vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber... Ansonsten fand ich das auch so von der Fahrt, die das einfach aufgenommen hat, ja. Also so vom, ne, wann wieder Storybrocken kam und so, fand ich das echt gut. Das hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Toll. Tolles Spiel.